Guten Morgen, liebe Trekkingradler. Heute ist Feiertag. Das Wetter ist so, naja, kalt, aber es scheint nicht zu regnen. Und ich habe Lust, eine kleine Radtour zu machen. Und ich habe überlegt, wo fahre ich hin? Und ich habe dann ein Ringbuch aus dem Regal gegriffen, was ich schon ziemlich lange da liegen habe. Route der Industriekultur per Rad. Und beim Blättern bin ich auf den Tetraeder in Bottrop gestoßen. Und da war ich schon ziemlich lange nicht mehr. Und deswegen habe ich Bock, da mal wieder hinzufahren. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit. Natürlich erst nach einem kräftigen Frühstück. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Los geht's. So, hier vom Bochumer Rathaus gibt es übrigens diese Glocke, welche ein bekanntes Wahrzeichen der Stadt ist. Und das hier ist ein super Treffpunkt und Startpunkt für Radtouren. Ich zeichne die Strecke mit Strava auf, dann kann ich am Ende des Videos ein Relief-Video von der ganzen Route anhängen. Ich bin nur wenige Minuten gefahren und bin jetzt schon im Westpark. Und hier im Westpark steht die Jahrhunderthalle. So, weiter geht's zur Erzbahntrasse. So, auf der Hälfte der Trasse liegt der Radwegtreff vom Holger. So, auf geht's über die Pfeilerbahn. Meter lang. Kann man auch gut die alten Bahngleise erkennen. Die hat man liegen lassen. Das finde ich ganz gut gemacht. So weiß man wenigstens, dass man auf einer alten Bahntrasse unterwegs ist. Am Ende des Radwegs liegt übrigens die Zoom World, ein toller Zoo hier in Gelsenkirchen.
Und wer einen Ausflug mit seinen Kindern plant, ist ja genau richtig. So, hinter mir die Grimberger Sichel und hier endet der Erzbahnradweg und ich fahre jetzt weiter in Richtung Tetraeder in Bottrop und von hier aus sind es noch 17 Kilometer. Jetzt muss ich mich gerade mal orientieren. Es gab nämlich eine Umleitung. Ich bin jetzt hier und ich möchte ja weiter Richtung Tetraeder. Das heißt, ich folge jetzt hier dieser Route durch Essen-Karnap. Und dann geht es weiter hier Richtung Bottrop-Boy und schließlich bis zum Tetraeder. Dieses Gewässer hier ist die Emscher und das ist eine offene Kanalisation. Die Emscher wird aber jetzt nach und nach renaturiert, das heißt, die Kanalisation geht wieder unter die Erde und die Emscher kommt wieder über die Erde. Und irgendwann wird das mal hier ein wunderbarer Radweg durch ein natürliches Flusstal sein. Heute super Herbstwetter, also da hat sich die Radtour auf jeden Fall gelohnt. Wir sind übrigens an der Schleuse. Ich mache mit euch jetzt noch einen kleinen Abstecher in den Nordsternpark. Da werden wir mal den Horst besuchen. Böse Zungen sagen ja auch, er hieß Herkules. Und dann fahren wir weiter zum Tetraeder und von hier aus sind es noch circa 10 Kilometer. So, da oben kann man ihn sehen. Horst, wie er leibt und lebt. Eine Inseltour machen. Von hier aus sind es noch ca. 2 Kilometer bis zum Tetraeder und da geht es dann kräftig bergauf. Jetzt kann ich den Tetraeder gerade sehen. Also es geht bergauf und wenn ich oben bin, muss ich erstmal ein Brötchen essen. Also ich bin jetzt 35 Kilometer gefahren und da wird es mal Zeit für eine Pause. Das ist einer der letzten betriebenen Kokereien hier im Ruhrgebiet. Da wird gerade Koks abgelöscht. So, jetzt lasse ich mir erstmal mein Brötchen schmecken. Das habe ich mir jetzt redlich verdient. Thank you.
So, ich bin jetzt nicht auf den Tetraeder rauf, weil es doch ziemlich voll war. Ich mache mich jetzt einfach zurück auf den Weg nach Bochum und mal gucken, vielleicht ist noch eine Currywurst drin. So, ich würde sagen, das habe ich mir jetzt verdient.